Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei unserem Ratgeber Telemedizin. Wir möchten Ihnen gerne heute einige Beispiele bringen von telemedizinischen Anbietern und Projekten und Digitalisierung in der Medizin. Dazu sprechen wir mit Herrn Dr. Stefan Buse. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen, Herr Dr. Buse? Würde ich mich freuen. Ja, vielen Dank, Frau Plankermann, für die Einladung. Mein Name ist Stefan Buse. Ich bin Urolog und Chirurg bzw. Roboterchirurg und ich bin Chefarzt am Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen und arbeite seit 14 Jahren eben mit dieser minimalinvasiven Technik. Und Sie arbeiten mit Robotern, haben Sie gesagt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, generell muss man sagen, dass Roboter eigentlich der falsche Ausdruck ist. Es ist eigentlich ein Computer, der uns hilft. Das ist im Endeffekt der verlängerte Arm des Operateurs. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es minimalinvasiv ist. Und das ist schon mal die Grundlage. Und wenn man jetzt überlegt, wie das Ganze sich entwickelt hat, dann ist es im Endeffekt, ja, die Grundlage war Telemedizin. Ja, das ist entwickelt worden von der NASA und der US Army, dass sie im Endeffekt gutes Gerät haben müssen, aber nicht unbedingt den Experten vor Ort. Und Was so heißt braucht, das? ja, sie brauchten einfach eine sichere Datenverbindung und dann kann man das Gerät auch ganz theoretisch fernsteuern. Das hat sich alles nicht durchgesetzt, obwohl man Operationen, also zum Beispiel, man hat Operationen durchgeführt transatlantisch zwischen Frankreich und den USA. Das hat man zeigen können, dass das funktioniert. Aber die Vorteile der Technik sind geblieben. Und das war eben, dass wir das eben jetzt alles vor Ort haben. Und die großen Vorteile sind, Sie haben zum Beispiel jetzt mal 3D-Sicht. Sie haben zehnfach vergrößertes Operationsgebiet, sozusagen. Sie haben wie und Sie haben einen Tremorfilter, das heißt also, ob man jetzt Kaffee morgens getrunken hat oder nicht, also das filtert das Gerät raus, neben den anderen Vorteilen der Minimalinvasivität. Also das heißt aber, der Roboter kann nicht jetzt das Kommando übernehmen, sondern das Kommando haben Sie. Genau, also das ist genau das. Es ist ein nicht programmierbarer Roboter. In den 80er Jahren gab es mal so ein Projekt, das nannte man Robodoc. Das hat man für Hüftoperationen eingesetzt, aber das hat sich nicht bewährt, weil man im Endeffekt schon, also noch ist die Technik nicht so weit, auch mit, sagen wir mal, Augmented Reality oder noch ein paar Beispiele zu nennen, dass man viele Sachen zwar machen kann, aber technisch kann so ein System, auch so intelligent es sein mag, nicht die ganz bestimmten Dinge, die ein Arzt unterscheiden kann, Operateur unterscheiden kann, unterscheiden. Und deshalb ist es nochmal der verlängerte Arm. Vielleicht können wir beispielhaft zeigen, wie Ja, sowas aussieht. das wollte ich gerade fragen, ja. Genau, wenn Sie sich ungefähr vorstellen, das ist meine Hand, die müsste ja theoretisch jetzt mal zumindest den Platz haben, wo man operiert. Und das ist diese Hand. Allein schon der Unterschied, ich hoffe, man sieht es jetzt einigermaßen, ist so gegeben, dass man sich vorstellen kann, dass das deutlich weniger in Anführungszeichen Kollateralschäden im Körper setzt, wenn ich nur dieses kleine Loch habe, das 8 mm groß ist, als wenn ich einen größeren Eingriff machen müsste. Und das steuern Sie dann aus der Ferne mit Hilfe des Systems, oder wie Genau, muss also hier hinter mir ist so eine Abbildung, das ist im ich? Ja. Endeffekt, man nennt das die Patiententeil, das heißt, das ist so wie eine Spinne, die etwas über dem Patienten angedockt ist, mit eben diesen verschiedenen Armen drin. Und nebenher, und das könnte man eben ganz theoretisch auch mit einer sicheren Internetverbindung von überall her, so wie wir uns gerade unterhalten, steuern. Neben dem Patienten ist eine Konsole, in der ich eben diese 3D-Technik mit all seinen Vorteilen eben ausnutzen kann. Und das ist quasi der telemedizinische Ansatz auch dabei. In der Tat, wir haben es ja auch so, dass wir ein Training Center sind und wir können uns telemedizinisch aufschalten auf ein anderes System und können zwar nicht weiter operieren, aber können demjenigen, jetzt sagen wir mal in der Schweiz oder in Österreich oder auch wo auch immer, einen Hinweis geben und das begleiten, so ein bisschen wie ein Teaching über eine Internetverbindung. Werden denn immer mehr Roboter künftig in der Medizin auftauchen, Ihrer Meinung nach? Wie wird sich das entwickeln? Ja, das ist außer Frage. Das ist am Anfang gab es nur einen Anbieter und jetzt kommen immer mehr sozusagen, die uns unterstützen können und die Systeme werden auch immer kleiner und möglicherweise portabel.
mobile Systeme und es sind aber vorstellen wie Navigationssystem im Auto oder die ganzen Helfersysteme im Auto. Das sind Beispiele dafür, die auch in der Medizin möglicherweise einen großen Vorteil bringen werden, wenn man dann präzise operieren möchte. Was wünschen Sie sich so für die Zukunft? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wünsche ich mir jetzt speziell als Arzt, als Operateur von Technikern, von Entwicklern? Also ganz sehr wünscht man sich, dass das Ganze noch kleiner, noch händischer wird, sozusagen ein bisschen so Apple-like und dass man das sehr gut verwenden kann. Und was sich jedes Krankenhaus wünscht oder jede Verwaltung eines Krankenhauses, dass das System auch günstiger wird. Ja, da würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Buse. Und da gibt es sicher eine ganze Menge Fragen zu diesem Thema, die wir dann weiter verfolgen wollen. Vielen Dank. Gerne.